Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe von Frag den Spengler. Hallo Matthias. Hallo Martin. Dies ist das traditionelle Generalproben-Spiegel-Interview. Und ich merke schon, das ist dieses Jahr mal anders, weil sonst sitze ich immer auf der Seite, merke ich gerade. Aber es ist alles anders dieses Jahr. Das war ja auch dein Fazit im Jahresrückblick. Alles anders? Alles anders. So, heute fand die Generalprobe statt und das machen wir immer so bei der Generalprobe, dass wir dann hier im Spiegel, wo sind wir hier, in welchem Raum gleich wieder? Umkleide. So, und wir schauen auf die Uhr. Es ist 22 Uhr, ich weiß nicht, ob man es erkennt, 55. Das ist kein neuer Rekord. Wir saßen hier schon um 12. Dein erstes Fazit, Generalprobe, die Schaudersteins ziehen um. Heute. Es läuft. Gut, es läuft wirklich und das wird spannend am Dienstag, wenn Publikum da ist. Ach komm, Publikum. Ja. Es ist voll, glaube ich, oder die Aufführung? Gut. Der Saal wird kochen. Das hoffe ich. Heute, was haben wir heute gemacht, dass du einfach einen kurzen Ablauf gibst? Wann ging es los? Also wir haben uns um 9 getroffen, haben dann nochmal den Schluss... Weil du warst auch um 9 da? Ja, haben den Schluss tatsächlich, muss man das schon erwähnen? Nein, wir haben den Schluss... Das Finale, den Schluss nochmal getrunken. Halt, stopp, nee, da muss ich intervenieren. Das haben wir noch nie gemacht, das haben wir heute zum ersten Mal gemacht. Ja, haben wir geprobt. Das heißt, wir haben an der Generalprobe noch das Finale geprobt. Das ist nicht unüblich. Okay. Kommt öfters vor, dass man an der Generalprobe noch was macht. Und dann ging es, wann war die erste Aufführung dann? Um 11. Also 2 Stunden haben wir auf alle Fälle nochmal gebraucht für Soundcheck, die Musik, also Instrumente einstellen, noch ein paar Sachen proben, noch ein paar Anweisungen geben und um 11 oder 11:30 ist losgegangen mit dem ersten Durchgang. Das ist wieder 11. Ja, das ist 12, ist 12 Stunden her. Und dann haben wir... Besetzung Flock, oder? War die erste? Flock war die erste Besetzung, die auch die Premiere spielt. Und war da auch das Orchester und dieses Ensemble Orchester dabei? Orchester, Ensemble waren dabei. Die haben also das auch jetzt einmal mitbekommen, wie das dann läuft. Ja, das ist spannend, weil man natürlich alles zusammenbringt. Und da sind viele Menschen, die dann zusammen ästhetisch wirken müssen. Ui. Ja, also die müssen zusammenspielen, die Teamarbeit brauchen wir da und auf der Bühne hat es viel gebraucht, was man noch dann zusammenbringt und auch die Abläufe hinter der Bühne nochmal sauber macht, den Leuten klar macht, dass sie während der Szene nicht auf die andere Seite wechseln können, zum Beispiel, was man bisher ja immer konnte, wenn man geprobt hat. Also Kleinigkeiten, die dann auf der Aufführung dann nicht mehr passieren dürfen. Gut, die erste Aufführung hat dann wie lange gedauert? Ich habe mitgeschaut, 2 Stunden. Also wir waren sogar 2 Stunden 40. Ja, genau. War lange, haben wir viel unterbrochen. Mhm. Wir haben auch die Organisation hinter der Bühne noch gleichzeitig gemacht. War lange gedauert. Und dann hast du ja schon den Darstellern gesagt, es könnte sein, dass vielleicht was gestrichen wird. Dann hast du aber die Besetzung Knoblauch, dann hat er nachgespielt. Ich glaube erst so gegen 2, 3. Ja, sowas, ja. Und wie ist dann dazu gekommen, dass dann tatsächlich nach der Besetzung Knoblauch, also wir haben... dann auch Text gestrichen wurde. Also, wir haben uns die Aufführung angeschaut, haben gesehen, wie lang es wird. Das weiß man vorher tatsächlich immer nicht und man weiß es auch jetzt nicht so ganz genau, weil sehr viele Sprechtextszenen sind und die Sprechtexte kann man schlecht einschätzen. Denn ist da eine Pause, ist da keine Pause, es rechnet sich hoch. Das ist gar nicht so einfach. Und wir haben, mir ist es aufgefallen, im zweiten Durchlauf, dass es einfach Szene gibt, das ist nice to have, ist aber oft Sprechtext da, den es nicht braucht und der die Spannungskurve aufhält. Und im Prinzip haben wir da dann die Notbremse in Anführungszeichen gezogen und haben gesagt, so, jetzt muss noch ein bisschen was raus. Haben dann wirklich lange gebraucht, saßen da alle zusammen und haben das durchgegangen, das Skript, und haben einfach wirklich einzelne Sätze und ein Liedlein gestrichen, was einfach den Ablauf hemmt und sind von den Fledermäusen ein Lied raus. Haben da wirklich nochmal ein bisschen Kraft. Gut, das ist also jetzt nichts gegen die Leistung derer, die auf der Bühne waren, sondern weil einfach es zu lang ist. Und ich weiß, ich habe schon mal erwähnt, du hast ja gesagt, du willst 90 Minuten schaffen, da war ich ja schon mal in einigen Interviews skeptisch. Ja. Aber es ist halt einfach so. Ich meine, es ist ja auch toll, dass du dann so viel Mühe gibst und dann auch jedem Einzelnen nochmal etwas gibst, was er auf der Bühne nochmal sagt. Aber vieles ist, was war denn zum Beispiel jetzt nicht mehr so wichtig?
Naja, das sind Geschichten, wo dann am Schluss nochmal die einzelnen Personen gefragt werden, wie sie das finden, mit den Vampiren zum Beispiel. Und das hält die Spannungskurve immens auf. Das haben wir jetzt sehr gerafft nochmal. Den haben wir ja eh schon mal gerafft. Und jetzt haben wir dann nochmal ein Stück, sind wir dann nochmal ein Stück spannender einfach. Nicht unbedingt schneller, aber spannender. Und es gab so einzelne Sätze, die man einfach auch wirklich nicht braucht hat, wo die halt die Charaktere gemalt haben, die zum Beispiel die Vorstellung der Mieter, das wird in dem Stück, sind die Mieter vorgestellt worden, das haben wir jetzt rausgenommen. Die haben wir ja hier, die Namen. Aber die haben wir im Programmheft und tatsächlich wird vieles klar, was wir auf der Bühne dann noch spielen. Das ist ja, wie findest du das Programm? Super. Alles ist super. Da sind ja die Namen auch. Also wer genau wissen will, wie die Mieter und alle heißen, das steht ja hier auch drin. Ja. So. Dann ging es gegen, ich glaube, 7:30 oder um 7:30 ist dann nochmal die Besetzung Vlog drangekommen. Ja. Mit dann schon mit diesem gekürzten Text. Und wie war dann das anders für dich jetzt mit dem gekürzten Text? Es war auf alle Fälle anders, es war spannender, es war an vielen Stellen, ist es schneller zur Sache gekommen. Das hat man gemerkt, es sind immer noch so Dinge drin, die wir jetzt uns erspielen müssen mit Publikum. Aber es wird trotzdem, trotzdem gerafft. Gut, und dann war ja die Entscheidung von dir, das gab es glaube ich schon lange nicht mehr, weiß ich nicht, muss ich gleich nochmal fragen, dass dann die andere Besetzung, Knoblauch, ich weiß, ich rede ein bisschen langsam, ich bin ein bisschen müde auch schon, es war sehr lang heute, dass dann die nicht noch einmal spielen. Es war ja immer so, dass jede Besetzung zweimal gespielt hat, Ja. Außer letztes Jahr im Sommer, da gab es noch eine Besetzung. Genau. Wie ist dann zu der Entscheidung gekommen, dass dann die Besetzung Knoblauch leider nicht noch einmal einen Durchlauf machen konnte? Naja, man merkt dann einfach, irgendwann ist es auch gut, irgendwann ist es geprobt. Es sind ja sehr viele, nicht viele, aber es sind ein paar der Rollen einfach besetzt, ja, auch ein paar der Rollen, die mehr sagen müssen. Und wenn man dann merkt, dass auf der Bühne auch die Konzentration schwindet, dann macht es keinen Sinn mehr. Ja? Und ich glaube, wir sind gut genug und kriegen das hin. Diejenigen, die dann da mitspielen werden an der Premiere von Knoblauch, die werden das auch schaffen und nehmen dann schon die Energie mit, die wir hatten von der ersten Premiere von Vlog. Aber das ist die Knoblauch ist ja erst am Donnerstag dran. Ja. Das sind jetzt 5 Tage, ja. Ne? Ja, gut, aber es war auch ein. Aber erholen. Also, du hättest jetzt um 10 Jahre auch keinen Durchlauf mehr gestartet. Es sind sowieso ein paar Leute, mussten früher gehen, waren nicht mehr alle da. Dann wäre es ein neuer Rekord gewesen. Dann hätten wir vielleicht einen neuen Rekord gemacht, wobei wir dann wahrscheinlich vielleicht einfach gerafft hätten und ein paar Sachen auch gar nicht mehr gespielt hätten. Gut, dann kommen wir schon zum. Das war jetzt einiges anders. Ja. Ansonsten, jetzt kommen wir zu deinem Fazit. Wie zufrieden bist du jetzt, Stand jetzt, weil du sagst ja immer, weil der Rang beendet deine Probenarbeit. Richtig. Also im Prinzip gibt es jetzt nur noch Feedback für die Aufführungen, was besser laufen kann. Wir haben 6 Aufführungen, 3 pro Besetzung. Also da wird sich das Feedback auch relativ in Grenzen halten, beziehungsweise da werden wir, hat ja jede Besetzung 3 Aufführungen zu spielen. Da wird es schon noch einen guten Fortschritt geben dann, aber so viel wie die letzten Male, wo wir 6 Aufführungen pro Besetzung haben, wird es natürlich nicht geben. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von den Leuten vor allen Dingen. Die geben sich wahnsinnig viel Mühe, sind dabei, kämpfen und singen. Und das ist wirklich schön zu sehen. Ja. Und jetzt muss fliegen, Drive kriegen und dem Publikum gefallen. Und wir müssen dem meisten Publikum mitspielen. Und was war heute besonders? Ich glaube auch ist auch mal vorgekommen. Aber was war heute dein schönster Moment bei der Generalprobe? Irgendwas? Dein Lieblingsmoment? Der schönste Moment ist das Finale. Ich kann weiß nicht, ob ich es verraten soll, aber es gibt ja, wohl. Ich werde ein Geheimnis daraus machen. Es gibt einen sehr schönen Moment, wo es eine dramatische Szene gibt und alle Schauspieler auf der Bühne stehen und dann passiert etwas. Ah. Wo da gerade ganz wild, Schreckliches und alle spielen mit und genießen diesen Moment und sind dann gleichermaßen erlöst. Das ist schön. Und kannst du deinen Text von deinem Lied schon, weil das ist ja glaube ich ein sehr langes Lied, das war heute auch mein Highlight. Du hast so ein Lied, wo er so einen Blues tanzt, da musst du unbedingt vorbeikommen. Er tanzt dann mit den Fledermäusen, das war natürlich wochenlang geprobt, der Tanz mit den Fledermäusen. Den habt ihr heute gefragt, habt ihr glaube ich heute spontan gemacht, er war toll, der Tanz. Und kannst du den Text schon auswendig? Ja, ich kann den Text schon auswendig. Ich habe tatsächlich noch ein Problem mit dem Einsetzen, weil das... Das ist ein Blueslied, das passt ja zu dir. Aber ja, ich meine, das wird dann geblust. Gut, worauf freust du dich jetzt bei der Premiere am meisten? Aufs Publikum. Gut.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Er hat ja, umso weiser er wird, gibt er mir gefühlt jeden Tag ein Interview. Deswegen werde ich ihn auch nach der Premiere gerne mal fragen. Weil es gibt ja jetzt nur noch 4 Aufführungstage. Also theoretisch auch nur noch 4 Möglichkeiten. Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Genau, und Samstag ist ja, weil wir wollten auch noch eins mit der Eva auch zusammen machen. Ja. Vielleicht schaffen wir es auch. Sonst war's. Kann man noch vorbeikommen oder? Es gibt in den letzten, also es, wir sind sehr voll. Okay. Es gibt noch die Möglichkeit, dann vorbeizuschauen und zu hoffen, dass man rein kann. Kannst du suchen. Wir werden schon schauen, dass wir alle unterbringen, aber natürlich, wenn es zu voll wird. Also wenn dann Freitagabend und Samstagabend, genau, das da ist noch möglich, kommt vorbei, genau, und dann fragt und dann, weil es vielleicht sind noch welche dann abgesprungen, das kann schon sein. So, das war's, danke, das war heute unser Generalproben-Spiegel-Interview zu unserem Stück. Und jetzt noch mal schauen, wie heißt das Stück? Die Schauder Scheins Steins ziehen um. Ja, das heißt es tatsächlich. Das war's. Bis zur Premiere und dann schon mal viel Spaß beim Zuschauen.